So, und ich begrüße euch. Guten Tag. Ja, Leute, was geht? Hier ist wieder Tobi. So, und ich will mich jetzt recht kurz fassen, deswegen erkläre ich euch jetzt ganz kurz, was hier abgehen wird. Und zwar, ich habe jetzt so ein paar Headsets neben mir liegen, 4 Stück sind's. Und ich werde damit jetzt mit jedem Headset was vorlesen, was mir gerade so in den Sinn kommt. Und ihr schreibt dann die Kommentare, welches Headset am besten ist, damit ich das leichter entscheiden kann. Und ja, was wir jetzt hier gerade haben, ihr seht es auch eingeblendet, ist das Grön BXL Headset 1GR. Und ja, mal gucken, was das Ding so kann. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich sage euch jetzt irgendwas, nur damit ihr das Headset mal im Test hört. Also, eine Frau will ihren Mann betören, sobald er nach Hause kommt. Sie legt sich nackt auf den Fußboden und macht Spagat auf den Fliesen im Flur. Als der Mann nach Hause kommt und sie aufstehen will, merkt sie, dass sie sich mit ihrem besten Stück an den Fliesen festgesaugt hatte. Verdammt, dachte sie sich. Der Mann holt einen Klempner. Der Klempner meint, dass es nur eine Lösung gäbe. Die Fliesen zerschlagen. Der Mann meint, das geht nicht, die sind viel zu teuer. Die Fliesen hier kosten pro Quadratmeter 150 Euro. Das geht nicht. Darauf fängt der Klempner an, die Frau zu massieren, an den Brüsten. Hey, was machen Sie da? Entgegnete der Mann. Naja, ich mache sie ein bisschen feucht. Dann können wir sie vielleicht in die Küche schieben. Dort sind die Fliesen doch bestimmt billiger. Bäm. Gut, so, das war jetzt Headset Nummer 1. Ich switch jetzt auf Headset Nummer 2. Wir hören uns gleich wieder. So, Jungs. Und damit wären wir bei Headset Nummer 2, würde ich sagen. Was haben wir jetzt hier? Und zwar befinden wir uns jetzt mit unserer Stimme am Mikro des Wintec WH-880. Ja, 88.0. Hm, 88. Haha. Hansestadt Hamburg, ja, egal. Gut, und dann würde ich sagen, gar nicht lang schnacken. Und ja, komm so an die 30 Entlein in den Himmel und fragt Jesus das erste Entlein, na, wie heißt denn du? Das Entlein antwortet, Hansi. Was hast du denn den ganzen Tag gemacht? Rein ins Tümpi, raus aus Tümpi, wieder rein ins Tümpi und wieder raus aus Tümpi. Etwas essen und dann wieder rein ins Tümpi und wieder raus, rein und wieder raus. Und dann war ich müde und bin schlafen gegangen. Fragt Jesus das zweite Entlein. Na, wie heißt du denn? Basti. Was hast du denn den ganzen Tag gemacht? Rein ins Tümpi, raus aus Tümpi, wieder rein ins Tümpi und wieder raus aus Tümpi. Etwas essen und dann wieder rein ins Tümpi und wieder raus, rein und wieder raus. Und dann war ich essen und bin wieder schlafen gegangen. Und das zieht sich, ja, bis zur letzten Ente. Und, ja, das ist so ein ziemlich verwuscheltes, verzaustes Wesen. Das ist auch schwarz. Und, ja, hat so ein Zickzack-Gesicht. Und Jesus fragt, na, wie heißt du denn? Tümpi. So, und damit, ja, gut. Ich würde sagen, nächstes Headset. So, Jungs, und damit würde ich sagen, nächstes Headset, ja. Was wir jetzt hier haben, ist das Speedlink SL8775 Calliope. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang. Also, ja, zwei Frauen spielen Golf. Die eine macht einen Abschlag kräftig, schnell, hart und aggressiv. Allerdings trifft sie damit nicht das Loch, sondern eine Gruppe von Golfern. Ja, ob sie da ein Loch getroffen hat, ist fraglich. Ja, auf jeden Fall gehen die Frauen dann dahin und ja, der Mann ist umgefallen wie so ein Baum. Und dann, ja, sagt dir eine Frau, ja, okay, ich bin Masseuse, kann ich Ihnen vielleicht helfen? Mit Gewalt lässt sich der Mann überreden und dann, ja, hat die den dann halt da massiert. Und dann, ja, nach einer Zeit sieht sie seinen Gesichtsausdruck und sagt, ach, Ihnen scheint es aber wieder recht gut zu gehen. Und er sagt, ach, da unten geht's mir wirklich richtig genial. Mein Daumen tut allerdings immer noch weh. Aber gut, okay, ich würde sagen, das war's mit dem Headset. Wir hören uns dann gleich mit dem nächsten. Und auch letzten. So, Jungs, und damit würde ich sagen, darf ich euch jetzt begrüßen zum nächsten Headset. Ja, und auch zum letzten. Und zwar, ja, das Turtle Beach PX21. Ist auch gleichzeitig mein Gaming-Headset. Das habe ich von der PlayStation hier rübergeholt. Und ja, ist jetzt auch das letzte. Und würde ich sagen, fangen wir mal an. Also, in einem Dorf in Afrika lebt als einziger Weißer ein Missionar. Eines Tages kommt ein Eingeborener zu ihm und fragt, wie kann es sein, dass meine Frau gerade ein Kind namens Balotelli bekommen hat, das nicht so schwarz ist wie ich, sondern einen weißen Streifen auf dem Kopf hat?
Der Missionar schaut ihn lange an und überlegt, wie er die Sache mit den Genen und den Mutationen erklärt. Und ja, dass sowas in 100 Jahren halt schon mal so vorkommt, ne? Ja, und da fällt sein Blick auf die große Schafherde, die gerade an seiner Hütte vorbeizieht. Schau da, diese Schafe, sagt er. Sie sind alle weiß, nur dort hinten sehe ich ein schwarzes Schaf. Es ist das einzige in der gesamten Herde. Ja, ja, schon gut, unterbricht darauf der Eingeborene. Alles klar, ich sag nichts mehr und du verrätst mich auch nicht, okay? Na, so, und ich würde sagen, das soll es jetzt auch mit dem PX21 gewesen sein. Ich würde sagen, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, ihr entscheidet halt jetzt, welches Headset ihr am besten fandet. Und ja, ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.